Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir super einfach anhand eines Beispiels, wie du so eine Themenfindung mit Hilfe von Brainstorming und kombiniert mit einer Mindmap durchführst, wenn du zum Beispiel in der Abschlussarbeit, Hausarbeit oder Seminararbeit irgendwie ein Thema finden musst. Also zuallererst Brainstorming, was ist denn das überhaupt? Naja, Brainstorming ist eine Möglichkeit der Ideenproduktion mit dem Fokus auf quantitative und qualitative Ergebnisse. Was meine ich damit? So kennst du es doch. Wir brainstormen einfach mal. Wir hauen irgendein Thema in die Mitte, das heißt, was ich jetzt dann später dir im Beispiel zeige, und dann assoziieren wir drumherum wie wild und hauen so viele Zusatzpunkte, also quantitativ Punkte dazu, wie es nur geht. Und am Ende werten wir das Ganze aus, damit da nur noch qualitativ hochwertige Ergebnisse sind. Was meine ich jetzt damit? Naja, du kannst entweder in der Gruppe brainstormen oder auch alleine. Alleine zeige ich dir gleich. Kurz, wenn du das in der Gruppe machen möchtest. Dann seid ihr so zwischen 2 und 8 Leute, das ist so die Gruppengröße, die man dafür haben sollte. Und dann trifft man sich innerhalb eines Raumes oder online geht das natürlich auch. Und dann nimmt man so entweder eine Software, die diese Post-its-Lösung hat, oder du nimmst wirklich Post-its mit, jeder Stift und Papier in die Hand und dann geht's los. Man ballert das an die Wand, schreibt immer die Themen drauf, also Sätze, Stichpunkte und Co. und assoziiert und kombiniert wie blöd. Regel dabei ist, Kritik ist nicht erlaubt. Egal wie crazy die Idee ist, das wird erst am Ende gemacht. Auch wilde Ideen sind super gerne gesehen und der Fokus soll auf Quantität liegen. Bedeutet, so viele Sachen wie möglich einfach hinballern. Und dabei ist auch wichtig oder auch erlaubt, dass wenn jemand eine Idee von dir an die Wand ballert, dass du die aufgreifen kannst und du sie dann weiterdenkst oder mit anderen Sachen kombinierst. Und am Ende dann, wenn ihr 20 bis 30 Minuten lang gebrainstormt habt, dann strukturiert ihr gemeinsam und diskutiert darüber über die Ergebnisse, erklärt euch die gegenseitig und wertet das Ganze aus. Das ist, wenn ihr das in der Gruppe macht. Aber jetzt schauen wir uns das mal anhand eines Beispiels an. So, hier habe ich hier mal eine kostenlose Variante, falls du alleine brainstormen möchtest. Das nennt sich canva.com, da gehst du drauf, machst einen kostenlosen Account, flupp, und dann kannst du Vollgas geben. Gut, und das Schöne ist, du kannst, wie ich schon sagte, hier so Post-its hinballern, Text reinschreiben, rip, dann bist du fertig und schiebst den irgendwo hin oder du löscht den, machst ihn wieder hin. Und hier habe ich es zum Beispiel gemacht. Ich wollte irgendwie ein Thema zu dem Thema Vertrieb in der Automobilbranche finden. Also, wo ich eine Hausarbeit oder Abschlussarbeit drüber schreiben kann. Okay, dann haben wir zuerst gedacht, gut, was sind denn die Grundlagen, die dann definitiv beantwortet werden müssen? Ja, ganz klar, die Automobilbranche muss man verstehen, die Vertriebstheorie, die ich vielleicht anwenden möchte oder allgemein, wie der Vertrieb innerhalb der Automobilbranche funktioniert. Dann bin ich davon abgekommen, alles klar, was gibt es denn für Vertriebskanäle in der Automobilbranche? Okay, dann habe ich das schon mal definiert für mich. Dann, welche Herausforderungen hat denn dieser Automobilvertrieb? Vielleicht, weil ich ein Problem lösen möchte mit meinem Thema. Dann bin ich durchgegangen so im Kopf, was gibt es denn für Probleme? Dann haben wir auch gedacht, okay, was gibt es denn noch so? Innerhalb der Automobilbranche, Digitalisierung gibt es aktuell zu jedem Thema, also bestimmt auch da. Was ist denn da gerade Spannendes? Ne? KI-Beratung und. Dann haben wir überlegt, alles klar, es gibt natürlich diese ganzen Theorien, wie man Automobilbranche aufsetzt, aber wie bewerte ich diese zum Beispiel? Also die Erfolgsmessung davon, was gibt es denn da für Themen, wo ich reingehen könnte? Und natürlich im Vertrieb ist super wichtig, wie mache ich Kundenbindung? Auch das habe ich dann hier hingeballert. Dann merkst du, nimmst ein Thema und dann schreibst du sozusagen erstmal die Theorie, bla bla bla, vielleicht leitest du davon schöne Sachen ab. Und dann allgemein Infos, die dir so rund um das Thema einfallen, wie ich hier jetzt gemacht habe. Und dann zum Beispiel könnt ihr mir jetzt hier einfallen, aha, wie könnte ich innerhalb der Automobilbranche KI-Beratung implementieren und dementsprechend zum Beispiel dessen Erfolg messen? Und zack, hätte ich zum Beispiel ein Thema, was ich jetzt bearbeiten könnte. Also so funktioniert es kurz und knackig. Im Team kannst du es natürlich auch vor Ort machen und Co.